So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Ja, was haben wir zu erledigen, bevor wir wieder... Ja, wir könnten theoretisch die Sachen abgeben, aber brauchen wir eigentlich nicht. Jedenfalls jetzt noch nicht. Wir machen hier im schönen Nebelturm weiter. Nämlich hier im Foyer. Müssen wir weitermachen. So, uns fehlt nämlich immer noch der tolle Glühspieß da, den wir brauchen, um das ganze Ding hier wieder in Gang zu setzen. Ja, die Wand ist eine Lüge. Und ja, darunter wollen wir auch noch irgendwann mal. Aber erstmal wieder hier über die tolle Kette rüber balancieren und dann uns mit den. Was mir gerade so einfällt, nehmen wir doch die hier. Der macht nämlich Feuerschaden. Genau, da können wir sie einfach so anzünden. So, du kannst ruhig explodieren. Au. Nicht auf mich draufjumpen. Genau, explodier. Wow. Ah, das war falsch. Einmal heilen, bitte. Und es geht weiter. Das sollte ich nicht machen. Das ist immer noch gefährlich. Ja, du könntest ruhig explodieren. Genau, und deinen Partner da hinten gleich mit anzünden. Jo. Jetzt bist nur noch du im Weg. Und du bist auch weg. Sehr gut. Das war ein Phantom. Wir können hier in Ruhe runter, weil der da ist egal. So, hier haben wir alle Türen abgeklappert, bis auf die, wo wir lang müssen. Ist ja nett, dass alles wieder geschlossen wurde. So, explodier. Und wir können hier runter. Heißt nicht, dass wir hier jetzt sonderlich sicher sind, weil ich glaube, es kommen keine mehr. Jetzt schwören können, hier kommen noch welche. Ach, hier sind die Jungs. Ja, die werden definitiv was dagegen haben, wenn ich mir ihren Stein klaue. Au. Ja, explodier ruhig. Du kannst auch explodieren. So, danke. So, sind noch zwei von euch.
Wow, ihr explodiert Duo. Das könnt ihr von mir aus machen. Was steht denn hier? Ja, Mumm. Hierfür braucht man definitiv Mumm. So, das glühende Eisenzepter. Haben wir uns an uns genommen und damit hier den Ofen mal ausgeschalten. Die quatscht voraus. Ja. Ich wechsle am besten mal wieder auf meinen Heidespeer. So. Achso, das seid nur so. Ihr seid nur solche. Genau, explodier einfach. Feind voraus. Ja, ich glaube, im Aufzug ist einer. Den wir jetzt gleich hier runterholen werden. Mhm. Und explodiert, genau. Und dann fahren wir wieder nach oben. Und haben diesen Seitenturm auch hinter uns. Jo. Irgendwas voraus hier. Nachricht, ja. Jetzt sind wir nämlich wieder am Eingang. Das war einmal rund durch den Turm durch, um an das Eisenzepter zu kommen. Das müsste ein Schlüsselgegenstand sein sogar. Glühendes Eisenzepter belebt den Nebelturm wieder. Ein glühend heißes Eisenzepter wird verwendet, um mittels Hitzetransfer in den Nebelturm Apparate zu aktivieren. Als der alte Eisenkönig den Königreich von Wen diese zerfallene Region entriss, waren dazu sämtliche Vorräte vonnöten, die der geschwächte Regent noch besaß. Doch die Entdeckung dieses eisenproduzierenden Wunders, ermöglichte es ihm als mächtiger Anführer wieder aufzuerstehen. Jo. Gut, jetzt wo wir das Eisenzepter haben, können wir uns wieder auf dem Rückweg machen. Zum Leuchtfeuer. Können den Bereich hier auch hinter uns lassen. So, jetzt muss ich dann überlegen, sobald wir das Eisenzepter reingesteckt haben. Also erstmal brauchen wir den Zauber nicht mehr, können wir wieder wegpacken. Also die Pyromantie. So. Die Tür hier ist verschlossen. Ja, und den Schlüssel dafür bekommen wir erst etwas später. Da sind wir hergekommen und ansonsten gibt es ja nichts mehr. Also ja, da war der Weg in den anderen Turm und ja, da waren auch noch Gegner. Die lassen wir da mal sein. Ja, das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, hier das Zepter reinzustecken und den Turm endlich zum Leben zu erwecken. Und dann können wir wieder nach ganz oben reisen, um uns von oben nach unten noch einmal im Turminneren umzusehen. So.
Und es würde Licht. Genau, die Eisensoldaten hier, die ziemlich so aussehen wie die alten Ritter von Heides Flammenturm und die Drachenritter, nur in groß und böse, wurden jetzt hochgezogen. Einer fährt hier die ganze Zeit hoch und runter, um weiter nach unten zu kommen, aber weiter nach unten wollen wir erst einmal nicht. Also ja, der da. Unser Ziel ist es erstmal wieder hochzukommen. Ja, wir sind wieder hier oben. Wir könnten jetzt theoretisch mit dem Apparaturen hier hoch und runter fahren, wie wir wollen. Und uns die Orte im Inneren des Turmes noch genau anschauen. Zum Beispiel können wir hier drüben mal die Türe öffnen. Oh. War vielleicht keine so gute Idee. Da ist nämlich wieder so ein Lava-Klops dahinter. Wir könnten auch mal erst da reinschauen. Also ja, höher fährt das nicht. Ah ja, jetzt sind wir auf der Seite. Au. Und müssen erstmal den hier loswerden. Au. Woher kommt der zweite? Das ist uncool. So, weg mit dir. So, du drehst dich so. Wow, das war schmerzhaft. Naja, das hier müsste eigentlich die Abkürzung zum Leuchtfeuer sein, genau. So. Hier durch. Uns erstmal kurz hell, weil wir wieder ans Tageslicht kommen. Genau, der Ring des Einfallspinsels lag hier, der erhöht Int. Wenn ich noch richtig weiß. Nee, macht den Träger beim Rollen unsichtbar. Ja, das ist... Nee. So, dann einmal bitte wieder hier durch. So, und dann gucken wir mal, dass wir den dicken Feuerklops ausschalten, der da drüben noch auf uns lauert. Weil dann hätten wir schon mal den Fahrstuhl hier abgeschlossen. Oh, das ist wiederum ein Problem. Au. Genau das nämlich. Da ist nämlich ein Heilgötze drin. Au. Nein, ich will nicht sterben.